Ja, hier jetzt der dritte Teil von Kapitel 4, in der es eben darum geht, wie verschiedene Fachleute die Geschichte von Nazis deuten. Oder jetzt hier speziell Heinz-Peter Röhr, der auch ein Buch geschrieben hat, Nazismus 1999, und dabei ein Märchen der Gebrüder Grimm mit Namen der Eisenofen glaubt, dafür benutzen zu können, um darin eine narzisstische Persönlichkeit zu identifizieren. Heinz-Peter Röhr, Narzissmus. Auch in Märchen finden sich oft, wie in Mythen, kluge psychologische Analysen von alltäglichen Problemen. Der deutsche Pädagoge und langjährige Suchtherapeut Heinz-Peter Röhr, Jahrgang 1949, glaubt, die Problematik einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung in einem Grimmschen Märchen, der Eisenofen, geschildert zu finden. Hier bietet der Märchentext nun uns allen dieselbe Grundlage zur Einschätzung. Der Eisenofen nach den Gebrüdern Grimm. Ein Königssohn ist von einer Hexe dazu verdammt, in einem großen Eisenofen im Wald gefangen zu sein. Da bringt er viele Jahre zu. Eines Tages hat sich eine Königstochter dorthin verlaufen, die nicht mehr in das Schloss ihres Vaters zurückfindet. Sie ist erschöpft und nervlich am Ende. Der Prinz fragt sie aus dem Ofen heraus, was denn los sei, und bietet an, ihr zur Heimkehr zu verhelfen. Sie müsse jedoch vertraglich zusichern, ihn zu heiraten. Er sei der Sohn eines bedeutenden Königs. Sie erschrickt zunächst und weiß nicht so genau, was sie von diesem Eisenofen halten soll. Dann aber lässt sie sich auf den Deal ein und unterschreibt. Der Prinz bittet sie noch, bei ihrer Rückkehr ein Messer mitzubringen, um damit ein Loch in das Eisen zu schrappen. Sodann gesellt sich ein Gefährte zu der Königstochter, der sie innerhalb von 2 Stunden nach Hause bringt. Zweimaliger Bruch der Abmachung. Die Freude im Schloss ist groß. Die Prinzessin selbst ist jedoch betrübt wegen ihrer Zusage an den Eisenofen, von der sie ihrem Vater erzählt. König und Prinzessin entwickeln gemeinsam den Plan, die hübsche Müllerstochter zum Eisenofen zu schicken. Diese schrappt 24 Stunden lang weisungsgemäß daran herum, ohne jeden Erfolg. Am Ende gibt sie sich auch noch als Müllerstochter zu erkennen. Der Prinz im Eisenofen besteht darauf, dass sie die echte Prinzessin schickt. Das Entsetzen im Königshaus ist groß und die Prinzessin bricht in Tränen aus. Vater und Tochter bieten nun der feschen Schweinehirtentochter eine Stange Geld und so macht auch diese sich voller Elan auf den Weg und ans Werk. Aber auch sie schrappt genauso lang vergebens und offenbart am Ende ebenso ihre wahre Identität. Mit Nachdruck fordert der Prinz im Eisenofen nun, dass endlich die echte Königstochter erscheine. Er werde sich weiterhin an seine Zusagen halten. Komme die Prinzessin jedoch nicht, dann, so droht er, sollte im ganzen Reich alles zerfallen und einstürzen und kein Stein auf dem anderen bleiben. Widerwillige Vertragserfüllung mit schönen Aussichten. Das Elend im Schloss ist nun gewaltig. Erneut bricht die Prinzessin in Tränen aus. Aber jetzt bleibt ihr nichts anderes mehr übrig, als sich selbst mit einem Messer zum Eisenofen zu begeben. Nach nur 2 Stunden hat sie schon ein kleines Loch geschabt, so dass sie ins Innere blicken kann. Zu ihrem Entzücken erspähte sie, Zitat, einen so schönen Jüngling, ach, der glimmerte in Gold und Edelsteinen, dass er ihr recht in der Seele gefiel. Diese Aussicht auf eine richtig gute Partie motiviert sie aufs Äußerste und recht bald ist das Loch so groß, dass der Königssohn hindurch gelangt. Da sprach er, du bist mein und ich bin dein, du bist meine Braut und hast mich erlöst. Er will die Prinzessin nun in sein Reich führen. Diese hat jedoch noch eine Bitte. Sie will zuvor noch von ihrem Vater Abschied nehmen. Der Prinz ist einverstanden, stellt aber eine Bedingung. Sie sollte nicht mehr mit ihrem Vater sprechen als 3 Worte und dann sollte sie wiederkommen. Abermals gibt die Prinzessin ihre Zusage, die sie jedoch abermals bricht. Da verschwand alsbald der Eisenofen und ward weit weggerückt über gläserne Berge und schneidende Schwerter, doch der Königssohn war erlöst und nicht mehr darin eingeschlossen. Als die Königstochter das Verschwinden des Prinzen bemerkt, dämmert ihr, dass sie es gründlich vergeigt hat.
die Läuterung der Prinzessin. Nun beginnt die Prinzessin, sich ins Zeug zu legen, um den Prinzen wiederzufinden. Dabei muss sie etliche Hindernisse überwinden und Aufgaben erledigen. Sie ist sich aber für nichts mehr zu schade. Am Ende hat sie auch noch eine Konkurrentin zu überwinden. Die wollte er, also der Prinz, heiraten, denn er dachte, sie, die Prinzessin, wäre längst gestorben. Zwei Nächte verbringt die Prinzessin an der Seite des schlafenden Prinzen und versucht unter lautem Wehklagen, ihn an seine Befreiung aus dem Eisenofen zu erinnern. Er ist jedoch durch einen Schlaftrunk so betäubt, dass er nichts mitbekommt. Am nächsten Morgen aber berichtet ihm ein Diener von der nächtlichen Klage der Prinzessin. In der dritten Nacht ließ der Prinz den Schlaftrunk vorbeilaufen. Die Prinzessin kann sich ihm nun zu erkennen geben. Und so sprang der Königssohn auf und sprach, du bist die Rechte, du bist mein und ich bin dein. Happy End. Röhrs Deutung. Wut, Neid, Hass. Röhr unterstellt dem Prinzen eine Fülle von negativen Eigenschaften. Wut, Neid und Hass seien seine dominierenden Gefühle. Dabei bewirkt der Prinz lediglich mit einer einzigen Drohung, dass sich die Prinzessin nach ihrem zweimaligen Wortbruch endlich an die Abmachung hält. Er bleibt dabei relativ gelassen, wünscht sich nur noch, dass sie sich bei der Verabschiedung von ihrem Vater kurz hält. Aber auch diese Abmachung wird von der Prinzessin gebrochen. Da verschwindet er einfach. Er macht der Prinzessin keine Szene, wird auch nicht ausfällig, er zieht sich lediglich zurück und ist dann erst einmal nicht mehr erreichbar. Röhrs weitere Unterstellungen. Niemand sei dem Prinzen für eine Beziehung gut genug. Er könne keine gleichberechtigte Beziehung ertragen, suche jemanden, der abhängig sei und sich unterlegen fühle. Er wolle sich nur in Bewunderung und Bestätigung ersonnen. Hinter einer großartigen Fassade verberge er seine Kleinheit und Verletzlichkeit. Für all diese Vorwürfe gibt es im Märchen nicht die geringsten Anhaltspunkte. Tiefe Gefühle. Ebenso leichtfertig wie Röhr den Prinzen abwertet, sieht er im Weinen der Prinzessin ein tiefes Gefühl. Der Prinz sei davon magisch angezogen. Das ist kaum zu glauben, denn die Prinzessin zeigt dieses Gefühl nur, weil sich der Prinz nicht mit Müllers und Schweinehirtentochter hinters Licht führen lässt und zu Recht einfordert, dass sie ihre Zusage auch persönlich einhält. Drei Worte. Röhr missbilligt die Forderung des Prinzen, dass die Königstochter nur drei Worte zum Abschied sagen dürfe. Er scheint blind zu sein für die problematische Rolle des Vaters, der hier ja seine Tochter in ihrer Wortbrüchigkeit stützt. Womöglich will er sie in eigener Abhängigkeit halten. Ihm gegenüber bräuchte die Prinzessin eine klare Entschlossenheit, die ein Dreiwortsatz zum Ausdruck bringen könnte. Ich heirate ihn oder ich ziehe aus. Röhr schließt stattdessen auf eine krankhafte Eifersucht des Prinzen auf den König. Darüber hinaus sei er unversöhnlich, lehne sich selbst ab, finde sich hässlich, wolle andere dominieren, unterwerfen und abwerten, sei misstrauisch und vieles andere mehr. Auch Röhr illustriert, wenn psychologisch geschulte Fachleute glauben, sie hätten es bei ihrem Gegenüber mit einem Narzissten zu tun, dann deuten sie skrupellos und von oben herab alles Mögliche an unsympathischen Eigenschaften in diesen Menschen hinein. Sie sind dann anscheinend nicht mehr in der Lage, ihre Beurteilung mit der Realität abzugleichen.